Daniel Framberg nicht zur Verfügung stehen. Stand heute, nach den letzten Tagen, die Eindrücke habe ich alle Spieler sonst zur Verfügung, die auch einsatzfähig sind. Und ich denke, dass wir gut gerüstet sind. Es ist schade, dass Marcel eigentlich Anfang der Woche zurückkehren konnte zum Mannschaftstraining. Das hat sich noch eine Woche verschoben und nächste Woche machen sie eine neue Untersuchung und entscheiden dann, ob er dann wieder zurückkehren kann zum Mannschaftstraining. Moritz Leiner hat wieder das individuelle Lauftraining aufgenommen, ist tagtäglich auch in Hessing Park für seine Reha- und Stabilisationstraining für seinen Arm und Ellenbogen und darüber hinaus macht er ein individuelles Laufprogramm im Beisein von Markus Gerlos, der ihn dann auch wieder, was die körperliche Voraussetzung und die konditionelle Basis wieder versucht zu verhindern, die sicherlich auch in Auswärtsspielen sehr gefährlich ist, weil sie einfach auch über eine schnelle Umschaltung haben von Abwehr nach Angriff, dadurch auch mit ein Stück Schnelligkeit in die Offensive geprägt und ja, es fragt sehr viel Aufmerksamkeit, das habe ich vorher auch schon gesagt und ja, eigentlich aus allen Mannschaftsteilen sind sie torgefährlich, auch was Standardsituationen betrifft, muss man immer auch sehr präsent sein, also was das angeht, ist also eine Mannschaft, die sowohl was ihr Abwehrverhalten betrifft, mit uns eigentlich die wenigsten Gegentore der Liga hat. Trotz der offensive Strategie sind sie auch eine Mannschaft, die ja, immer auch ihre Tore erzielen kann. Und was das angeht, treffen morgen, denke ich, zwei Mannschaften, die von ihrer offensiven Spielweise viel investieren, auch jeder Gegner alles abverlangen. Und ja, morgen wird entscheiden, dass man so wenig wie möglich Fehler in Abwehrverhalten macht, weil sowohl bei Grotter 14 Spieler, die immer auch ein Tor erzielen können oder auch gute vorbereitende Spiele haben. Und das ist genauso gut bei uns. Und man darf uns auch nicht viel geben, weil dann werden wir auch zuschlagen und können dann auch unsere Tore machen. Also was das angeht, wird dann, denke ich, ein sehr interessantes Spiel. Ja, wir freuen uns drauf. Und sicherlich auch, was Dominik vorher sagte, dass es wirklich eine ja, tolle Fußballkulisse ist am Morgen. Hervorragende Ausgangsposition, die hat die Mannschaft sich selber erarbeitet. Aber es fragt, ja, ist glaube ich der letzte Spieltag unglaublich viel von jedem einzelnen Spieler, von der ganzen Mannschaft, von unseren Fans. Weil auch bei einem Sieg morgen Abend ist es noch nicht so, dass wir aufgestiegen sind. Also von daher muss man ruhig bleiben, muss man geduldig bleiben und vor allem auch an sich glauben bleiben. Und das hat die Mannschaft als Beispiel letzte Woche Freitag in Bielefeld nochmal demonstriert. In die zweite Halbzeit mit 10 Mann und ja, dann kann man da nur Respekt vor haben. Aber nochmals, es wird auf jeden Fall morgen ein Spiel, wo ich von sehe, dann ist noch eine von 6, die wir zu gehen haben und eigentlich nicht mehr. Ja, ich sehe das schon. Wenn wir morgen ein ganz dreckiges Spiel spielen und wir gewinnen mit 1-0, ist es mir lieber, dann werden wir morgen ein fantastisches Fußballspektakel bieten und wir verlieren mit 1-0. Also für mich geht es in den letzten 6 Wochen nicht mehr. Um zu zeigen, wie gut wir sind, das zeigen wir trotzdem in Phase der Spielwoche für Woche, aber es geht darum, dass wir ein erfolgreiches Spiel spielen. Und wenn wir morgen dreckig gewinnen und wenn wir nicht den guten Fußball spielen, aber trotzdem gewinnen, dann nehme ich das ganz, ganz gerne mit, weil wir haben nur noch 3 Heimspiele und unser Ziel ist auch, die nächsten 3 Heimspiele noch zu gewinnen. Wie? Am liebsten mit Offensiv und attraktivem Fußball, aber für die nächsten 3 Spiele ist es mir eigentlich egal. Hauptsache, wir gehen als Sieger vom Platz und das ist mir viel lieber, dann nochmal was für den Spektakel zu tun, der uns vielleicht nachher gar nichts liefert. Und ich denke auch, dass jeder Fan bewusst ist, dass es jetzt nicht mehr darum geht, um zu zeigen, was wir alles drauf haben oder was wir alles können. Es geht da jetzt darum, dass wir sehr professionell oder hochprofessionell unsere Aufgabe erfüllen und das ist morgen zu gewinnen.